Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Und heute stelle ich euch den Parachute-Mod vor. Das bedeutet auf Deutsch Fallschirm springen in einem Mod. Und es geht wie folgt: erstmal ein Pop, also ein Fallschirm craften, den man einmal benutzen kann. Geht folgendermaßen: dreimal oben Wolle hin. Dann hier Strings, dann kriegen wir hier so einen Pop raus. Wenn wir das jetzt so machen bei Wolle, ups, dann hier die Fäden dran, so, und jetzt hier ein Leder dran tun, für diesen Rucksack. Den können wir nicht stacken, leider, aber naja. Dann, wir können noch diesen Ripcord craften, und das hier jetzt so, ein Eisen oder hier so ein Fäden, und kriegen wir so einen Ripcord raus und snacken. Wollen wir nicht stacken. Dann haben wir noch den Auto Activation, der weiß, der funktioniert nicht. Das ist doof. Ob jetzt auch folgendes gecraftet, so, dann haben wir den Auto Activation, der weiß. Wollen wir nicht stacken. Und das sind die Crafting Rezepte. Und jetzt zeige ich euch, was jemand macht. Jetzt mal hier den Hop and Pop. Und jetzt seht ihr hier auch mal meine Rücken, da sind Enderman, Augen. Da war ich immer so sonst. Ich weiß nicht, auch immer meinen Rücken. So, vielleicht extrem. Naja, wir können jetzt hier so rumfliegen. Und jetzt hier können wir einfach rummachen. Und jetzt der völlig random ist gespawnt. Und jetzt können wir hier richtig schön fliegen. Wir können nur vorwärts fliegen, aber was logisch ist, wir können nach oben fliegen. Das ist. Warum kann man nach oben fliegen? Das ist falsch. Und das ist so eine Sache. Ist nicht schön. Und sonst könnte man einfach rumfliegen. Naja, klar, man kann einfach nur dann rausfliegen, aber trotzdem. Das ist dann doch irgendwo OP, finde ich. Und ja, der Fallschirmfarbe wird ganz völlig random. Warte, das ist jetzt das Lila zum Beispiel. Und wenn wir jetzt Shift drücken, wird wieder falsch abgebrochen und wir fliegen nach unten. Und das wollen wir sicherlich, das wird uns hier falsch. Also runterfliegen und jetzt. Oh, jetzt haben wir so einen Braun jetzt hier. So lila denn wieder. Hier ein Braun. Pink. Braun. Orange. Hellblau. Braun. Lila. Jon. Hellblau. Blau. Hellblau. Rot. Gelb. Pink. Ich will grün haben. Jetzt weiß. Hellblau. Schwarz. Vielleicht so machen. Wie ihr seht, das ist der Hop and Pop. So, und das können wir doch mal benutzen, das heißt, wenn wir unten sind, also beziehungsweise Schiff gedrückt haben, dann können wir den nicht mehr benutzen, dann ist er weg. Also fügt sich diesen Parachute. Und da fügt sich natürlich auch ein kleiner Nachteil. Den müssen wir hier anlegen. Hier. Das heißt, wir müssen nur unser Rüstungsteil verzichten. Dafür sieht richtig cool aus, hier so ein Rucksack jetzt hier und jetzt sofort aus dem Text. Das sieht richtig nice aus, finde ich. Und auch jetzt können wir so fliegen. Wow. Es hat leider nichts funktioniert. Aber dafür gibt es ja den Ripcord. Und wenn wir den jetzt hier haben, dann können wir auch damit diesen Parachute. Das heißt, zwar. Das rum, Gott. So. Ja. Und jetzt können wir auch hier mit dem hier rumfliegen und wieder rumfliegen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Den Grün haben. Grün ist gut. Da, danke. Und jetzt seht, jetzt kann ich sowas bestimmt machen. Max, der Fallschirmflieger hier. Fallschirmspringer. Und ich habe so hier ohne Textur, oh, jetzt kann man richtig schön hier rumfliegen. Wir können irgendwie so eine Wette machen oder so, das ist
ziemlich cool, wir stehen hier oben drauf. Und jetzt. Oh, ich suche eine coole Stelle. Komm hier. Und jetzt. Komm hier ein Grüner. Das ist richtig nice. Kann man richtig was Cooles mal machen, wie so ein Actionfilm oder so, jetzt voll auf die Bäume. Das ist richtig nice, finde ich. Also sehr, sehr cooler Mod. Leider funktioniert mit dem Auto-Activation Device nicht, das gibt es irgendeine Konfiguration. Konfiguration und kurz einstellt, wenn man 15 Blöcke oder sich selbst aktivieren. Nur, es geht nicht, ich könnte das mal an- und aufschalten, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Es gibt dafür die Version 1.8. Aber hier funktioniert es leider, leider nicht. Das ist bedauerlich. Sehr schade. Aber das ist so der Mod. Extrem cool, da kann man was machen, was drehen. Für einen Film, für einen Film. Und ja, von der wäre es eigentlich schon gewesen, von dieser Minecraft-Umstellung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und Buchladung. Oder? Nein! Hey, Buchladung. Bis dann. Ein schwarzes Schaf.